Ja, herzlich willkommen bei Dümo TV. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen und ganz besonders natürlich die Abonnenten, weil die werden sich jetzt erinnern und diese Position vielleicht kennen. Und die noch nicht abonniert haben, können mal im Archiv gucken. Da gibt es ein wunderschönes Video in ausführlicher Form über meinen heißgeliebten Bürstner Liseo 644 TD mit der sehr angenehmen Heckrundsitzkuppe. Ich will mich aber jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Das Video ist recht ausführlich und auch beliebt. Schaut es euch vielleicht noch mal an. Speziell diejenigen, wie gesagt, die nicht Abonnent sind, aber es sicherlich bald werden. Ja, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe es mir erstmal gemütlich gemacht und will den theoretischen Teil dann nicht so lange treiben, aber ich bin ja nicht ganz zufällig hier in meinem Lieblingsauto, sondern da gibt es welche von. Und zwar recht kurzfristig und auch mittelfristig. Das wird im Wesentlichen die Story heute. Knappen Zeiten, wo es doch eigentlich gar keine Wohnmobile oder vielmehr Hauptproblem gar keine Fahrgestelle gibt. Trotzdem gibt es mal hin und wieder welche. Es soll mal passieren, auch in großen Läden und je größer so ein Laden ist, dass mal dies oder das oder jenes vielleicht vergessen wird. Kommt vor. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ne? Dass da mal irgendwelche Kinken sind und ha, zum Ausrasieren oder Ausbügeln, wie man so schön sagt, melde ich mich dann auch hin und wieder freiwillig. Ja, was will ich euch erzählen? Wir haben ein paar Sonderfälle, über die ihr relativ kurzfristig verfügen könnt. Das bedeutet, wir haben ein paar Fahrgestelle aus dem Vorjahr, die jetzt aktuell als neue Wohnmobile ausgebaut werden konnten. Und wir gucken mal so ein bisschen durch, was wir denn da so haben. Ja, dann am besten mir nach. Also, wie ihr euch denken könnt, der 644, wie gerade gesehen, der ist natürlich dabei. Ne? Da werden wir dann auch was haben. Ja, und ansonsten haben wir doch den einen oder anderen Bürstner verfügbar, aus besonderem Anlass. Und ihr seht immer schön an diesen gelben Schildern, das sind jetzt Fahrzeuge, die gibt's. Ja, und kommen wir zu unserem, machen wir ein Beispiel mit unserem Sonderfall. Ja. Wir haben jetzt hier den Liseo TD 690. Und dann wollen wir mal rein und gleich erstmal richtig aufräumen, dass man auch die richtige Blickperspektive bekommt. Wir wollen ja jetzt hier nicht losfahren, sondern es uns gemütlich machen. So. Ja, also, jetzt sitze ich mal ganz vorne, nicht hinten, wie jetzt gerade, und zeige euch jetzt dieses Auto. Der ist jetzt im Prinzip verfügbar. Sofort. Er ist jetzt nicht ausgestattet in der kompletten Freistaat-Sonderversion, sondern wir haben hier mal eine Version gemacht für diejenigen, die nicht unbedingt alles brauchen. Wir sind ja inzwischen bei den Fahrzeugen leider in einer Preisregion angekommen, die nicht mehr allen so viel Spaß macht, auch wenn die Autos natürlich wunderschön und gut sind. Aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wirklich in Regionen wieder zurückzukommen, die jetzt nicht mehr richtig praktikabel sind. Dieses Auto im Prinzip kostet jetzt in der Doppelbodenversion, Einzelbettenversion als Liseo TD Harmony Line 69.990 Euro. Und ich weiß, dass das vor einer Weile noch vor 3 Jahren noch die Komplettversion war, aber wir sind jetzt ja leider doch wie alles in einer anderen Situation.
Na, wir haben immerhin einen Preisnachlass hier von fast 13.400 Euro gegenüber der Serienkalkulation. Und wir können auch hier zu wirklich auch noch attraktiven Preisen die gewünschten Extras montieren. Es muss ja nicht immer alles sein. Nicht jeder braucht heute noch eine automatische Satellitenanlage. Man kann es auch über LTE und bordinternen Router machen. Die meisten haben eh ein Tablet, ob man es mit Fernseher oder eben Tablet macht. Ja, viele gehen regelmäßig auf den Platz, benötigen keine Solaranlage. Ja, das sind einfach Dinge, die ihr dann ganz individuell entscheiden könnt. Während auf der anderen Seite wir natürlich auch immer die Vorteile der Komplettausstattung hervorheben. Klar, auch da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr attraktiv. Aber hin und wieder kann auch ein gewisser Minimalismus durchaus Vorteile haben, zum Beispiel auch natürlich im Gewicht des Fahrzeuges. Wir haben ja natürlich hier eine höhere Zuladung als bei den anderen. Ja, die ansonsten Vorteile des Fahrzeugs, wie ich so ein paar kleine Punkte nochmal eben aufzeigen. Naja, fangen wir mit einer Kleinigkeit an. Ja, die bekannte Bürstner Küchenerweiterung. Ja. Einzige, was mich wundert, dass es noch keiner kopiert hat, weil es wirklich einfach und effektiv und schön ist. Ja, dann haben wir natürlich hier einen wunderschönen Ausziehschrank. Gut vom Zugang. Auf der Gegenseite haben wir dann den ausziehbaren, die ausziehbare Kleiderstange. Ja, dann die Trittstufe entsprechend auch rausziehbar mit Beladungsfähigkeit für beide. Ja, und das Schwenkbad. Das Interessante ist, es ist riesengroß, wenn man es als Waschraum benutzt und als Toilette benutzt. Oh, ein Loch im Schuh. So, dann haben wir die Situation als Dusche, ebenfalls riesengroß, um es mal hart zu sagen. Beides ist jeweils größer als ein Fahrzeug, als in allen Fahrzeugen, die ich kenne, mit separatem Bad und separater Dusche. Also hier, dieses Kombibad ist also wirklich von der Raumordnung her eine sehr ideale Lösung. Klar, dass wir hier ein Doppelbodenfahrzeug haben, ne? Auch logisch. Es handelt sich ja um einen Museo TD. Und dann wollen wir noch einen kleinen Blick eben in unsere kleine zierliche Garage werfen. Naja, erstmal sieht es ja jetzt klein aus, aber wenn man ein bisschen weiter weg filmt, dann kommen wir mal auf die echte Dimension. Angefangen von natürlich diversen Fahrrädern, Tischen, Stühlen und etc. Man kann notfalls auch noch eine kleine Einquartierung unterbringen, kein Thema. Also diese Garage ist wirklich gigantisch. Ja, wir wandern weiter zur nächsten Möglichkeit. Also der 690er ist dabei. Und ebenfalls in diesen Sonderbereich hinein fällt dann der Nexo Van 620. Nexo Van, ein schlankes, schmales Fahrzeug. Ihr seht, dass er im Prinzip hier oben keine Spiegelverbreiterung hat, sondern die normale Spiegelbreite. Und das bedeutet, er hat die gleiche Durchfahrbreite wie jeder Kastenwagen. Also egal, ob es jetzt ein Bössl oder ein Adria oder ein Bürstner Kasten, der hat in dem Durchfahren des Fahrzeugs die gleiche Breite, auch wenn er hier unten in der Flanke ein paar Zentimeter mehr hat als der Kasten, aber auf der Straße entscheidend tut einfach die Durchfahrbreite. Ja, der Nexo Van 620 ist ebenfalls ein Einzelbettenfahrzeug auf 6,6 Meter Kürze, sage ich mal, bezogen auf ein Einzelbettenfahrzeug. Wie immer mache ich mir als erstes gemütlich.
damit ihr auch ein bisschen die Perspektive bekommt, ja, dass man also hier in dem Fahrzeug sich auch angenehm und schön aufhalten kann. Man kann es sich auch tatsächlich noch ein bisschen gemütlich machen. Ja, also auch von diesem Modell haben wir 1, 2, 3 Grenzgänger, wie vorhin beschrieben. Also im Prinzip ein 21er Euro Norm 6D Temp Chassis mit einem aktuellen Bürstner Aufbau. Von diesem Sonderfall dürft ihr dann auch durchaus profitieren und das dann mit einem für heutige Zeiten doch schon ganz erheblichen Preisnachlass realisieren können. Ich denke, dass wir da gegenüber auch jedem normalen Gebrauchtwagen oder Fahrzeugen aus der Vermietung deutlich das bessere Angebot machen können. Ja, was hat der Nexo-Van zu bieten? Dann müssen wir mal einmal natürlich nicht nur die gemütliche Position sehen, sondern natürlich die Einzelbetten mit bequemem Bettaufstieg, der Option, das noch weiter zuzubauen, klar. Und ansonsten, ja, ich bin zwar nicht groß, aber ich habe also auch in der Sitzhöhe bequem Platz. Ja, was hat er noch? Er hat auch wie ein 96 ein schönes Schwenkbad. Also Duschen und Dusch- und Waschraum sozusagen in Doppelfunktion. Auch hier ist die Raumeffektivität sehr groß und ich habe in der Nasszelle sehr, sehr viel Platz. Auch hier sind wir in der Situation, ne? In der kleinsten Hütte ist auch Platz. Auch hier im Verhältnis zu diesen knapp 6,60 Meter dieses Fahrzeuges ein gigantischer Raum, der für alles, einschließlich Rädern, reichlich Platz bietet. Und wenn man mal rechnet, dass ein 6,36er Kastenwagen in der Regel ja einen Fahrradträger oder eine Anhängerkupplung mit Fahrradboy oder wie auch immer eine Lösung benötigt für Räder hinten am oder auf dem Fahrzeug, dann sind wir hier mit 6,60 Meter sagenhafte 24 cm länger. Und ganz ehrlich, auf 24 cm passt nicht eins und schon gar nicht zwei und schon gar nicht drei Fahrräder. Also das hier ist in dem Sinne, wenn ich die Konstellation Urlaub mit Rad, und das dürfte ja wohl auf, naja, 95% plus X von euch allen zutreffen, ist das hier die kürzere Variante, ne? Und mein Fahrrad kommt ganz sicher nicht draußen auf einen Fahrradträger. Also nein, ganz sicher nicht. Mache ich nicht. Ne, weil erstens, es hat ja Räder, aber dann bekommt es auch noch Beine. Und das zweite ist, nach ein paar hundert Kilometer Regenfahrt, selbst nach Plane, und so habe ich keine Lust, erstmal eine Generalüberholung vorzunehmen, sondern ich möchte gerne zack aufs Rennrad und los geht's. Und dann müssen wir eigentlich fertig sein. Jetzt fängt es an zu regnen und ich wollte eigentlich Rad fahren. Sauerei. Also auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ne? Ich hatte eingangs schon mal so ganz unauffällig das Abo erwähnt, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie alle anderen natürlich auch. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann bin ich mir ganz sicher, dass ihr das jetzt macht. Und diese Wiederholung musste jetzt leider sein, aber mehr Zeit haben wir nicht. Wie gesagt, Radfahren wollte ich, und wenn ich mir den Himmel angucke, ja, so schlimm sieht es nicht aus. Drei Tropfen bringen mich nicht um. Also dann, bis dann. Tschüss. Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dymo TV.